Hallo ihr Lieben, ich bin Medi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ich der Titel vom heutigen video ja bereits verrät, geht es heute um das Thema Bauch, Beine und Balance. Wir werden also vor allem unsere Körpermitte fokussieren, tun aber auch gut was für unsere Beinmuskulatur und werden in die ein oder andere spannende Balancehaltung gehen. Hilfsmittel braucht ihr heute eigentlich keine. Solltet ihr aber einen Yoga-Klotz haben, so ein Herz zum Beispiel, dann ist es auch nicht verkehrt. Legt euch den gerne parat. Vielleicht braucht ihr ihn, vielleicht auch nicht. Es betrifft aber wirklich nur eine einzelne Asana. Von daher macht euch da nicht verrückt. Ja, und da würde ich sagen, schnappt euch eure bequemste Kleidung, rollt die Matte aus und dann genießt 30 Minuten Yoga ganz für euch. Viel Spaß und lasst es kochen. Wir beginnen in der Haltung des Kindes. Bring deine Knie mattenbreit auseinander, leg deinen Oberkörper ab, Stirn zum Boden, Arme lang nach vorne ausgestreckt. Nimm dir hier einen kurzen Moment, um anzukommen. Nimm wahr, wie dein Körper den Boden berührt. Nimm wahr, wie du dich heute fühlst. Nimm wahr, wie dein Atem fließt. Alles darf da sein. Alles ist genau richtig. Dann atme hier tief durch die Nase ein und vollständig aus. Noch mal so. Atme tief ein, nimm neue Energie auf. Und vollständig aus. Lass alles alte, allen Ballast los. Wunderbar. Dann roll von hier aus nach oben auf. Komm in den Vierfüßlerstand, Knie hüftbreit, Hände direkt unter den Schultern aufgestellt. Atme ein, komm ins geführte Hohlkreuz, heb dein Herz. Atme aus, komm in den Katzenbuckel, mach dich ganz rund. Einatmen, Hohlkreuz, öffne dich. Ausatmen, Katzenbuckel, saug den Nabel ein. Noch dreimal so. Einatmen, Herz, heben. Ausatmen, mach dich ganz rund, schieb den Boden richtig unter dir weg. Einatmen, öffnen, roll die Schultern mehr zurück. Ausatmen, Katzenbuckel, Rücken maximal runden. Letztes Mal, einatmen, öffnen. Und ausatmen, ganz rund werden. Nächste Einatmung, neutraler Vierfüßler, gerader Rücken, der Bauch bleibt aktiv. Von hier aus. Streck dein rechtes Bein lang nach hinten raus, flex den rechten Fuß, senk die rechte Hüfte leicht ab und nimm den linken diagonalen Arm mit dazu. Zieh dich hier lang nach vorn und hinten auseinander, gib Aktivität rein bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen. Dann atme ein hier, mach dich noch ein bisschen länger. Atme aus, bring Knie und Ellenbogen unter dem Bauch zusammen. Einatmen zieh dich auseinander, der Bauch bleibt fest. Ausatmen Knie und Ellenbogen zusammen, werde ganz rund. Auch hier noch dreimal. Einatmen zieh dich auseinander, Hüfte bleibt auf einer Linie. Ausatmen ganz klein und rund werden den Nabel einsaugen. Einatmen finde wieder Länge. Ausatmen, zieh dich zusammen. Letztes Mal einatmen, Arm und Bein strecken. Ausatmen, Knie und Ellenbogen zusammen. Einatmen, strecken. Und ausatmen, komm zurück in die Ausgangsposition. Sehr gut. Wir machen direkt weiter mit der anderen Seite. Streck dein linkes Bein lang nach hinten raus. Flex den linken Fuß. Und senk die linke Hüfte etwas mehr ab, sodass sich beide Hüftknochen auf einer Linie befinden. Dann nimm den rechten diagonalen Arm mit dazu, zieh dich hier ganz kraftvoll auseinander und fokussiere immer wieder deine Körpermitte. Aktiviere dein Zentrum. Dann atme ein hier, werde noch ein bisschen länger, atme aus, bring linkes Knie und rechten Ellenbogen unter dem Bauch zusammen. Einatmen, strecken, zieh dich auseinander. Ausatmen, Knie und Ellbogen zusammen. Werde ganz rund, saug den Nabel ein. Noch dreimal so. Einatmen, strecken, der Bauch bleibt fest. Ausatmen, zusammenziehen, ganz klein und rund werden. Einatmen, strecken, die Hüfte leveln. Ausatmen, mach dich ganz rund. Letzte Runde. Einatmen, strecken. Ausatmen, Knie und Ellenbogen wollen sich einen Kuss geben. Einatmen, wieder strecken. Und ausatmen, alles auflösen und zurückkommen in die Ausgangsposition. Gern komm kurz in den Fersensitz, kreis die Handgelenke oder schüttel die Hände kurz aus. Und dann finde von hier aus zurück über den Vierfüßlerstand in den herabschauenden Hund. Gib dir hier einen kurzen Moment, um dich einzurichten, spreiz die Finger auf, finde Länge im Rücken und lass deine Beine gern gebeugt oder laufe auf der Stelle. Mach das, was sich jetzt für dich gut und angenehm anfühlt. Sehr gut. Mit deiner nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein lang nach hinten und oben raus. Ausatmung, rechtes Knie zur Nase, Schultern über die Handgelenke. Ein, rechtes Bein lang nach hinten raus. Ausatmen, rechtes Knie zum linken Oberarm. Einatmen, zurück, Bein strecken, dreibeiniger Hund. Ausatmen, rechtes Knie zum rechten Oberarm, Stückchen höher. Ein rechtes Bein lang nach hinten raus und aus, rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände aufstellen. Nächste Einatmung, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Ausatmen, setz dich tief, Krieger 1-Variante mit gehobener linker Ferse. Nächste Einatmung, öffne die Arme zu den Seiten. Ausatmung, Adlerarme, rechten Arm über den linken die Arme umeinander wrappen und wenn du kannst, die Handflächen aufeinander bringen. Mit der nächsten Einatmung lehn dich leicht zurück, heb den Blick und mit der Ausatmung verlagere dein Gewicht nach vorne, werde immer leichter am linken Bein und lande im Krieger 3, linkes Bein parallel zum Boden, linke Hüfte leicht abgesenkt. Atme hier tief ein und aus. Sehr gut. Dann beug dein Standbein leicht an und lande wieder in deiner Ausgangsposition in deinem Krieger 1. Atme ein, heb die Arme über die Seiten nach oben. Atme aus, komm in den Krieger 2, linken Fuß seitlich quer aufgestellt, Arme parallel zum Boden. Von hier aus streck dein rechtes Bein, atme ein, zieh dich lang nach vorn und mit der Ausatmung klapp nach unten für dein Dreieck Trikonasana. Rechte Hand entweder am Schienbein, am Boden oder auf einem Klotz. Wenn du mehr willst, dann heb den rechten Arm nach vorn, parallel zum Boden, sodass du die rechte Hand vor dir sehen kannst. Eine seitliche Bauchmuskulatur und dein kompletter Rumpf werden jetzt noch mehr gefordert. Wenn du noch mehr willst, dann nimm den linken Arm mit dazu. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, ziehe beide Arme über deinen Kopf. Nichts muss, alles kann. Atme tief und gleichmäßig in deiner Variante. Sehr gut. Mit der nächsten Einatmung folgt die Erlösung, komm langsam wieder zurück in den Krieger 2. Und mit der Ausatmung kurbel dich nach unten und tritt in den herabschauenden Hund. Vinyasa. Einatmen, roll nach vorn, schiefe Ebene. Ausatmung, leg über die Knie oder ganz am Boden ab. Ein, Kobra oder aufschauender Hund. Aus, herabschauender Hund ein zwischenatemzug hier tief ein und aus wunderbar andere Seite atme ein heb dein linkes Bein lang nach hinten und oben raus atme aus knie zur Nase den rücken runden einatmen linkes bein lang nach hinten und oben raus aus, linkes Knie zum rechten Oberarm. Ein linkes Bein strecken. Aus, linkes Knie zum linken Oberarm. Wieder ein Stückchen höher. Ein Bein lang nach hinten raus. Und aus, links Schritt nach vorn zwischen die Hände. Einatmen, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Ausatmung setz dich tief, Krieger 1 Variante, rechte Ferse gehoben, hüftbreiter Stand. Mit der nächsten Einatmung öffne die Arme zu den Seiten. Ausatmung Adlerarme, linken Arm über den rechten und auch hier wieder einmal weiter rumwrappen und die Handflächen aufeinander bringen, wenn du kannst. Mit der nächsten Einatmung. Komm mit einer leichten Rückbeuge, heb den Blick, aber lass deinen Bauch ganz aktiv. Und mit der Ausatmung verlagere dein Gewicht nach vorn. Dein rechtes Bein hebt ab und du landest in unserer Variante vom Krieger 3. Flex den rechten Fuß, senk die rechte Hüfte leicht ab. Mach deinen Bauch fest, finde die Balance. Sehr gut. Dann beug dein linkes Standbein wieder mehr an und komm so langsam wie du kannst zurück in deine Ausgangsposition. Atme ein, heb die Arme, Krieger 1. Atme aus, Krieger 2, rechten Fuß seitlich quer aufgestellt, Arme parallel zum Boden. Streck dein linkes Bein, atme ein, zieh dich lang, lang, lang nach vorn. Und mit der Ausatmung klapp nach unten für dein Dreieck Trikonasana, linke Hand am Schienbein am Boden oder auf deinem Klotz. Bleibe entweder hier oder wenn du mehr willst, heb den linken Arm nach vorn parallel zum Boden, so du die linke Hand vor dir sehen kannst. Und dann spürst du ganz sicher, wie deine Körpermitte arbeitet. Und wie immer mehr Wärme und Feuer erzeugt wird. Und wenn du noch mehr willst, dann nimm den rechten Arm mit dazu. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, ziehe beide Arme lang nach vorne über deinen Kopf. Bring Ruhe und Gelassenheit rein. Sehr gut. Mit deiner nächsten Einatmung komm langsam zurück in den Krieger 2. Und mit der Ausatmung kurbel dich in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Vinyasa. Einatmung, roll nach vorn, schiefe Ebene. Ausatmung, dein Weg nach unten, halb oder ganz. Ein Cobra oder aufschauender Hund. Aus, herabschauender Hund. Drei Atemzüge hier. Atme tief ein und aus. Eins, tief ein. Und aus. Zwei, ein. Und aus. Drei. Prima. Dann atme noch einmal hier ein. Und mit der Ausatmung komm an den Anfang deiner Matte. Einatmung, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Ausatmung, ganze Vorbeuge, lass den Kopf hängen. Nächste Einatmung, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Und Ausatmung, bring die Hände vors Herz. Berghaltung, Tadasana. Bist du noch da? Ja, sehr gut. Dann können wir direkt weitermachen. Verschränke nun deine Hände hinter deinem Rücken. Atme ein, ziehe die Faust nach hinten, heb dein Herz. Atme aus, beug die Beine leicht an, tauch ab und kommen die Vorbeuge mit gebeugten Beinen. Und zwar so sehr gebeugt, dass Oberkörper und Oberschenkel sich berühren. Sehr gut. Wir wollen von hier aus in den Stuhl. Dafür atme ein, richte den Oberkörper auf, Arme heben. Atme aus, setz dich noch ein Stückchen tiefer, den Blick nach vorn, Gewicht tendenziell mehr in die Fersen geben. Ein Atemzug hier verweilen, tief ein und aus. So wunderschön hier, ich weiß. <laughs> Atme ein hier und mit der Ausatmung löse auf, ganze Vorbeuge. Einatmung, halbe Vorbeuge. Ausatmung schiefe Ebene. Hier halten und die Hände etwas mehr nach oben auf deiner Matte wandern. Dann bringe von hier aus entweder einen Unterarm nach dem anderen oder beide Unterarme gleichzeitig zum Boden und lande im Unterarmstütz in der Plank Position. Gerne die Hände verschränken und unbedingt darauf achten, dass du kein Hohlkreuz machst sondern eigentlich genau das Gegenteil. Im Englischen würde man jetzt sagen, tuck your tailbone. Okay, dann halte entweder hier oder wenn du mehr willst, wippe dein Becken abwechselnd und kontrolliert von der rechten zur linken Seite für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und wieder zurück. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Knie zum Boden. Haltung des Kindes, Arme nach hinten ausgestreckt. Entspann die Schultern, entspann die Ober- und Unterarme, spür nach. Atme nochmal tief ein und genüsslich aus. Sehr gut. Dann roll den Oberkörper langsam nach oben auf, dreh dich einmal zur rechten und zur linken Seite und dann finde von hier aus in Rückenlage. Bevor wir uns gleich komplett entspannen, erwartet dich noch eine kraftvolle Asana und zwar die sogenannten Adler Crunches, die Garudasana Crunches. Bringe dafür einmal deine rechten Oberschenkel über deinen linken und wickel noch einmal weiter rum, wenn du kannst. Dann bring deinen rechten Arm unter deinen linken und bring die Handflächen zueinander, so wie vorhin in der Kriegervariation. Dann atme ein hier, zieh dich auseinander, der untere Rücken bleibt fest am Boden. Atme aus, bring Knie und Ellenbogen zueinander, heb den Oberkörper an. Einatmen, alles auf Anfang zurück, ablegen. Ausatmen, Knie und Ellenbogen zusammen. Sehr gut, noch drei Stück ganz kontrolliert. Einatmen, ablegen. Ausatmen, zusammenziehen, den Nabel einsaugen. Einatmen, ablegen. Ausatmen, anheben, Knie und Ellenbogen. Letzte Runde. Einatmen, ablegen. Ausatmen, heben. Hier halten. Und dann für 10 Mal pulsieren. Los geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, halten. Und auflösen. Sehr gut gemacht. Gar nicht lange warten, wir machen gleich weiter mit der anderen Seite. Bring dafür deinen linken Oberschenkel über deine rechten, wickel einmal weiter rum, und dann bring den linken Arm unter den rechten, die Handflächen wieder aufeinander. Füße pointen, untere Rücken bleibt am Boden und los geht's. Atme ein, zieh dich mehr auseinander, Atme aus, bring Knie und Ellbogen zueinander, heb den Oberkörper an. Einatmen, wieder ablegen. Ausatmen, Knie und Ellenbogen zueinander. Noch drei Stück. Einatmen, ablegen, untere Rücken bleibt fest am Boden. Ausatmen, anheben, den Nabel einsaugen. Ein, ablegen. Aus, Knie und Ellenbogen. Letztes Mal einatmen tief, ausatmen hoch und hier halten. Zehnmal pulsieren für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, halten. Und dann löse auf. Zieh den ganzen Körper mal in die Länge. Schaffe Länge und Weite in deiner gesamten Bauchdecke. Sehr gut. Dann stell die Füße hüftbreit auf und wandere so nah Richtung Gesäß, dass du mit deinen Mittelfingern fast deine Fersen berühren kannst. Mit deiner nächsten Einatmung roll dein Becken Wirbel für Wirbel nach oben, verschränk die Hände unter deinem Gesäß, ruckel die Schultern zueinander und dann bleibe hier. Für ca. drei Atemzüge. Mit jeder Einatmung will dein Brustbein Richtung Kinn. Mit jeder Ausatmung wollen deine Knie tendenziell etwas mehr von dir weg. Mit der nächsten Einatmung komm auf die Zehenspitzen. Löst die Verschränkung, ruckel die Schultern wieder auseinander und mit der Ausatmung senkt dein Becken Wirbel für Wirbel wieder zum Boden ab. Winkel die Beine an, umarm dich und roll hier ein paar Mal von der linken zur rechten Seite. Für Happy Baby greife nun die Außenkanten deiner Füße, Fußsohlen zeigen dabei Richtung Decke, und schieb deine Hände in die Füße, deine Füße in die Hände. Kreiere Druck und Gegendruck und lasse dabei deinen unteren Rücken sowie dein Kreuzbein so gut es geht auf deiner Matte. Spür die wohltuende Dehnung in deinen Leisten. Spür die Länge in deinem unteren Rücken. Und wenn du möchtest, dann wieg auch hier gern so ein paar Mal von der rechten zur linken Seite. Dann pendel dich langsam wieder ein, löst das Ganze auf. Streck die Beine noch mal kurz aus. Wenn du das Bedürfnis hast, zieh den Körper noch mal richtig in die Länge. Streck und räkel dich. Und für unsere abschließende liegende Drehung strecke deine Arme zu beiden Seiten raus, stell die Füße auf, versetze dein Becken ein Stück zur rechten Seite und lass deine Knie zur linken Seite sinken. Dein Blick geht Richtung Decke oder zur rechten Hand. Die linke Hand, wenn du magst, auf dein rechtes Knie oder deinen rechten Oberschenkel. Und dann erlaube deinem Bauch hier wieder ganz weich zu werden. Erlaube deinem Atem ganz frei zu fließen. Jede Einatmung kommt und jede Ausatmung geht von ganz allein. Entspann deine Wangen. Entspann deinen Kiefer und lasse deine Stirn ganz weich werden. Noch ein Atemzug hier. Und dann wechsel die Seiten. Komm langsam wieder zurück zur Mitte. Versetze dein Becken ein Stück nach links und lasse beide Knie zur rechten Seite sinken. Der Blick geht Richtung Decke oder zur linken Hand. Die rechte Hand, wenn du magst, auf deinem linken Knie oder Oberschenkel. Deine Augen sind ganz sanft geschlossen oder der Blick ist ganz weich, ohne etwas zu fokussieren. Und dann werde mit jeder Ausatmung immer schwerer, immer ruhiger. Tauche mit jeder Ausatmung immer mehr in den tiefen Zustand der Entspannung ein. Genieße es, jetzt nichts weiter tun zu müssen. Genieße die Ruhe und den Frieden um dich herum. Genieße die Ruhe und den Frieden in dir selbst. Und dann schenkt dir auch hier noch einen letzten ganz tiefen Atemzug. Dann komm langsam zurück zur Mitte und finde von hier aus den Weg in deine Schlussentspannung. Deck dich hier gerne zu oder zieh dir Socken an. Mach es dir so warm und bequem wie möglich. Und genieße zwei Minuten der Stille ganz für dich. Shavasana. Dann komm langsam wieder zurück. Vertief den Atem. Beginne deine Finger zu bewegen, deine Handgelenke zu kreisen. Beweg die Zehen, kreis die Fußgelenke. bring die arme lang nach hinten über den kopf streck und räkel dich Gähn. mache das was du jetzt brauchst um zurückzukommen Und wenn du soweit bist, dann finde von hier aus zurück ins Sitzen. Komm in den Schneidersitz oder einen anderen Sitz deiner Wahl. Bring die Hände vors Herz. Senk den Blick und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit heute auf deiner Yogamatte. Und dann nutze die Kraft, Stabilität und Entschlossenheit, die du in dieser Einheit gewinnen konntest, um auch Herausforderungen in deinem Alltag mit Leichtigkeit zu begegnen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore.